Hallo und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, der 19.11. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Und heute kommen wie immer die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Deutschland, Bayern, Würzburg, Kitzingen, Schweinfurt. Wir schauen wieder auf die Intensivstationen und es gibt Neuigkeiten aus der Politik bezüglich dem Gesetzentwurf gestern. Aber zunächst einmal die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Deutschland. Positiv getestet 855.916 Personen. Gesundet 562.700, verstorben 13.370, hospitalisiert Stand 10 Uhr 3.593 Personen, somit aktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland 279.846, macht im Prozent 0,33% der Bevölkerung in Deutschland positiv getestet. Das waren die Zahlen aus Deutschland. Die Zahlen aus Bayern. Positiv getestet 168.358 Personen, gesundet 115.200, verstorben 3.314, hospitalisiert Stand 10 Uhr 515, somit aktuell positiv getestete Personen im Freistaat Bayern 49.844, macht im Prozent 0,38% der Bevölkerung im Freistaat Bayern positiv getestet. Die Zahlen aus Würzburg. Positiv getestet 3.100 Personen, gesunde 2.635, verstorben 75. Somit aktuell positiv getestete Personen in Stadt- und Landkreise Würzburg 390, macht minus 178 zum Dienstag. Im Prozent sind es 0,13% der Bevölkerung in Stadt- und Landkreis Würzburg positiv getestet. Die Zahlen aus Kitzingen, wie immer Stand der 18.11., vorgetragen 19.11., positiv getestet 793 Personen, gesundet 690, verstorben 6. Somit sind aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Kitzingen 97, macht im Prozent 0,10% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Kitzingen positiv getestet. Die Zahlen aus Schweinfurt, positiv getestet 2.486 Personen laut dem RKI vom 19.11., gesundet 1.989 Personen laut dem Gesundheitsamt Schweinfurt vom 18.11., verstorben 60. Somit aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Schweinfurt 437, macht minus 81 zum Dienstag. In Prozenten somit 0,25% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Schweinfurt positiv getestet. Wir schauen jetzt mal in die Politik und beziehungsweise bevorher gehen wir nochmal ins Robert-Koch-Institut. Es gibt auch wieder tolle Nachmeldungen. Wie immer in unserem täglichen Dashboard. Man sieht, die Bundesrepublik Deutschland hat heute laut Meldung 22.609 neue PCR-Test-Positivfälle, gesundete 16.200, aber aktuell haben wir nur 13.991 aktuelle Fälle. Das ist hier der letzte Balken auf der Statistik, denn der Rest sind Nachmeldungen. Somit 13.991 Meldungen und 16.200 gesundet. Man sieht, viel, viel mehr gesundet wie aktuell positiv. Und wenn jetzt wieder der eine oder andere sagt, ja, aber das ist vielleicht eine Nachmeldung von gestern, ich habe es hier mal eingezeichnet, das sind Nachmeldungen, die gehen bis zum März zurück. Und da frage ich mich wirklich als normaler Mensch, wo bitte kommen Testergebnisse vom März her, die mir jetzt in eine Statistik, die aktuell sein sollte, einbaut. Keine Ahnung. Genauso schaut es in Bayern aus. Das ist nochmal hier die Zahl von Deutschland komplett. In Bayern haben wir das gleiche Spiel. Bayern meldet heute ja auch wieder 4.070 neue Infektionen und 2.892 sind aber laut dem Dashboard aktuell, denn auch hier ist der Rest Nachmeldungen. Also man sieht hier auch wieder Fälle, da fängt es dann an im Mai. Dann haben wir viele vom Oktober, die nachgemeldet wurden, dann vom Anfang November nochmal nachgemeldete Zahlen. Also auch hier ist es wieder klarer Fall. Wir haben 3000 Gesundete, wir haben aber nur 2892 Fälle. Also man sieht es hier nochmal 3000 Gesundete, 2892 aktuelle Fälle und nicht 4070, denn die Nachmeldungen kann man einfach nicht in eine aktuelle Statistik mit reinrechnen, meiner Meinung nach. Somit, wie man sieht, schaut entspannt aus. Wir gucken mal auf die Intensivstationen. Hier sieht es auch immer noch entspannt aus. 22% der Intensivbetten in Bayern sind noch komplett frei
und der Anteil von Covid-19-Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen liegt bei 12,6%. Und auch hier nochmal zum Vergleich. Also vor 2 Tagen waren wir bei 22,9, jetzt sind wir bei 22, also 0,9% weniger. Auch hier bitte entspannt bleiben. Es ist alles in Ordnung. Ja, gestern der große Tag der Entscheidung. Das neue Infektionsschutzgesetz wurde verabschiedet. Und ja, es war gestern eine Demo, die habe ich so noch nicht erlebt. Vielleicht hat der ein oder andere zugeschaut. Es war schon, wow, war schon ein krasses Erlebnis. Davon mache ich vielleicht noch mal einen Film. Ich weiß nicht, es gibt so viele Filme gerade über die Demos gestern. Weiß nicht, ob ich da auch noch einen machen muss, aber meine persönlichen Eindrücke waren gestern die krassesten, die es überhaupt gegeben hat. Und heute schreibt man gleich die Frankfurter Allgemeine, man konnte Leute nicht einfach in ihre Wohnung einsperren. Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes sei an einigen Stellen zu vage formuliert, kritisiert der Berliner Rechtsprofessor Christoph Möllers. Trotzdem sieht er in der Novelle eine klare Verbesserung. Tja, also Rechtswissenschaftler, sonstige Fachleute, die die Regierung eigentlich beraten haben, waren alle der Meinung, dass das zu weit in das Grundgesetz eingreift. Dennoch wurde es gestern durchgewunken und dann sagen viele Leute, ne ja, der wird schon nicht so schlimm sein. Doch es ist genauso schlimm, wenn man es mal genau nachliest, was die neue Fassung bewirkt. Die Frau Merkel hat ja jetzt dann auch wieder diese Ministerpräsidentenkonferenz, die wird es dann uns auch nochmal erzählen, was wir dürfen und was nicht. Hier schon mal so, was die Frau Merkel danach jetzt hat beschließen möchte, und zwar: Auf alle nicht erforderlichen Kontakte ist zu verzichten. Sie schreibt nicht, es wäre gut oder man sollte, sondern auf alle nicht erforderlichen Kontakte ist zu verzichten. Es ist eine Anordnung. Und nach dem gestrigen Gesetzesentschluss kann sie das genauso auch durchsetzen. Auf private Feiern wie Silvester ist gänzlich zu verzichten. Da steht nicht, man sollte das vielleicht nur mit einer anderen Familie im Hausstand feiern. Nein. Private Feiern wie Silvester ist gänzlich zu verzichten. Gibt kein Silvester. Vorbei. Kontaktbeschränkungen. Jeder Hausstand darf sich nur mit einem weiteren Hausstand treffen. Freunde müssen also festlegen, mit welchen Freunden sie sich noch treffen wollen. Ja, wow. Im Winter soll wegen der Corona-Pandemie auf touristische Reisen verzichtet werden. Hier Soll-Erklärung, also eventuell sollte man verzichten, das ist so wieder vage, sollte verzichtet werden, aber auf Kontakte im Privaten ist zu verzichten. ÖPNV, nicht notwendige Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollen wegen Corona vermieden werden, also auch wieder, man sollte jetzt nicht mit dem Bus fahren, aber auf Silvester ist gänzlich zu verzichten. Risikogruppen, man soll sich mit älteren Menschen nur treffen, wenn man wirklich symptomfrei ist. Und Risikogruppen sollen vom Staat mit sogenannten FFP2-Masken ausgestattet werden. Das Thema hat man schon. Die neuen Kontaktbeschränkungen werden in einer gemeinsamen Ministerpräsidentenkonferenz der Länderchefs und Kanzlerin Merkel festgezurrt. Die sollen ja dann bis ins neue Jahr drüber hinausgehen. Und für alle, die mal sagen, diese ganzen Corona-Leugner, die auf den Demos rumhüpfen, das hat doch nichts mit Corona zu tun. Also mal ganz ehrlich, da sind wir doch wieder bei der Selbstbestimmtheit. Hier ist Kontakte ist zu verzichten. Silvester ist gänzlich zu verzichten. Leute, was hat denn das noch mit Selbstbestimmung zu tun? Und wenn dafür Menschen auf die Straße gehen, dann ist das doch mehr wie gerechtfertigt. Und ich kann auch diese Überschriften nicht mehr lesen, von wegen, da waren die Rechten und die Reichsbürger und was weiß ich was alles. Ich zeige euch eventuell nochmal Bilder, welche Leute da waren. Und ich war vor Ort, ich war vor dem Wasserwerfer, ich war im Wasser, ich war im Gas, ich habe gestern alles mitgenommen und ich habe keine Rechten gesehen. Und dann kommt noch eine ganz tolle Meldung, weil ja alle sagen, Mensch, die Impfung und es ist ja alles nur, dass es uns besser geht. Natürlich, denn am Tag der Impfstoff-Erfolgsmeldung verkauft der Pfizer-CEO-Chef die Hälfte seiner Aktien. Hat er natürlich nur ganz, naja, aus Solidarität gemacht. Krass, der Mann hat, der Pfizer-CEO-Chef Albert Bourla hat am Tag, an dem die guten Nachrichten für den Impfstoff veröffentlicht wurden, Aktien im Wert von 5,6 Millionen Dollar verkauft. Ja, er konnte sie nahe am Höchststand absetzen. Alles ganz legal, sagt Pfizer. Naja, klar, also die haben das jetzt halt gemacht. Den Impfstoff, der schöne Meldung, alles wird super. Das ist der Impfstoff, der die ganze Welt retten wird. Die Aktien schießen nach oben und der CEO verkauft. Tja,
die Hälfte seiner Aktien. Was für ein Zufall. Aber gut. Und dann haben wir noch unseren Montgomery, der Weltärztepräsident. Der ist für mich auch so ein Typ, unglaublich. Eine vernünftige Durchimpfungsrate, frühestens Ende 2021. Und Durchimpfungsrate heißt ja irgendwie durchimpfen, was so in dem Volk ja heißt, das Volk ist durchgeimpft. Also wenn wir freiwillig sagen, die Leute können sich impfen lassen und es kommen nur 30% dazu, weil der Rest sagt, nö, ich lass mich nicht impfen, dann kann man doch nicht von der Durchimpfungsrate sprechen. Vielleicht versteckt sich daran doch noch das ein oder andere Hintertürchen für eine Impfpflicht. Und der Weltärztepräsident Montgomery sieht den BioNTech-Impfstoff als großen Fortschritt. Bis zu einer vernünftigen Durchimpfungsrate werde es aber noch bis mindestens Ende 2021 dauern. So lang kann ja auch die Frau Merkel jetzt alle 4 Wochen das neue Gesetz verlängern. Und der tolle Spruch am Ende, und noch weiß niemand, wie lange der Impfstoff wirkt. Macht ja auch nichts. Hauptsache mal geimpft. Wir wissen nicht, was er kann, wie er es kann. Wir kennen keine Nebenwirkungen. Wir wissen nicht, wie lange es anhält. Aber wir impfen mal die Leute. Das passt dann schon, natürlich. Und auch der gleiche Montgomery hat einen Hammer losgelassen. Da ging es nochmal im Mai um diese Masernimpfung letztes Jahr. Es ist der gleiche, der jetzt von einer Durchimpfung spricht. Montgomery will impfkritische Mediziner aus Patientenversorgung nehmen. In der Debatte um eine Impfpflicht gegen Masern will Bundesärztekammerpräsident Frank-Ulrich Montgomery gegen Ärzte vorgehen, die Eltern von diesen Impfungen abraten. Also das hat er bei der Impfpflicht gemacht oder bei der Impfung für Masern. Hat er genau das forciert und danach kam die Impfpflicht für Masern. Und genau den gleichen Stil fährt er jetzt wieder für Covid-Corona-Impfung. Und er ist auch der Verfechter einer Impfpflicht, muss man noch dazu sagen. Also, wunderbar. Und wenn man denkt, es geht nicht blöder, naja, also in dem Fall passt der Spruch nicht, aber der Charité-Forscher Drosten warnt vor neuem Pandemierisiko. Nein, nein, das ist keine Meldung von 2019, sondern es ist aktuell aus 2018. Der Virologe Christian Drosten will nach dem Ende der aktuellen Corona-Pandemie am MERS-Virus forschen. MERS sei der nächste Pandemiekandidat, sagte Drosten im Gespräch mit Kapital. Also, da gibt's ja schon wieder einen neuen Kandidaten. Das ist ja wunderbar, dass der schon wieder was findet. Er wird bestimmt auch wieder einen Test für dieses Ganze erfinden. Er wird auch wieder mit Sicherheit irgendeine Firma finden, die dafür einen richtig tollen Impfstoff hervorzaubert und in Windeseile, und es wird natürlich auch bestimmt ein MERS-Dashboard dann geben und sicherlich werden wir dann auch alle eine MERS-Impfung machen müssen nach der Covid-19-Impfung, wo keiner weiß, wie lange sie hält. Ja, so viel mal da dazu. Es ist momentan leider nichts Positives zu vermelden. Seit gestern ist es mir auch ehrlich gesagt gar nicht danach, irgendwas Positives zu sagen, weil es war nicht positiv, was da vor sich gegangen ist. Und das meine ich nicht von denen, die dort für das Grundrecht demonstriert haben, sondern von der Gegenseite. Es war bitter, es war krass, was die Polizei dort abgezogen hat und was die Medien, die Mainstream-Medien jetzt abziehen, ist noch viel krasser, denn es waren keine Extremisten. Ich bin immer auf den Demos auf der Suche nach diesen Extremisten und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, 99,99% der Menschen, die dort gestern waren, waren Menschen aus der Mitte und es waren Leute, wo ich mir gedacht habe, wow, dass die da stehen, Respekt. Wir alle haben gestern viel abbekommen. Und die Mainstream-Medien feiern das, dass wir gestern so viel abbekommen haben, inklusive den Politikern. Ich kann euch Politiker aber nur eins sagen, es kommt der Tag, es kommt die Wahl nächstes Jahr. Und ich wünsche euch nur eines, dass ihr für das, was ihr gestern hier in der Mitte Deutschlands oder gegen die Mitte Deutschlands gemacht habt, dass euch das auf die Füße fällt. Und allen anderen Kritikern da draußen, ihr werdet merken, was gestern passiert ist im Bundestag. Und danach in dem Gesetzesentwurf. Ihr glaubt es vielleicht jetzt noch nicht, aber wir werden sehen, wenn ihr dann zu 5, zu 6 Silvester feiert und die Polizei klingelt und euch auseinandernimmt und die Strafen macht, dann sagt ihr, wie kann das denn in Deutschland sein? Ja, das ist dann so. Hättet ihr mal vor dem gestrigen Entscheidungstag nicht nur uns als Covidioten bezeichnet, sondern vielleicht als Leute, die auch fürs Grundgesetz einstehen. So viel dazu. Ich sage natürlich auch nochmal Danke für die ganz, ganz vielen Leute gestern im Livestream, für eure Unterstützung.
für eure Likes und tollen Kommentare. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, erfahrt ihr alles darüber in der Kanalinfo. Ich sage nochmal Dankeschön, wünsche euch einen schönen Donnerstag und wir sehen uns morgen wieder bei den neuen Zahlen, Lottozahlen aus dem Robert-Koch-Studio. Dankeschön und bis morgen. Tschüss zusammen.